Shake it down. Mein beste Community, da bin ich wieder, euer Zeddy, und heute habe ich ein neues Video für euch, und zwar einen Lounge Glitch. Der Founder von dem Lounge Glitch ist World Finest Gamer und das Geburtstagskind Fraps. Fraps, ich wünsche dir erstmal alles Gute zum Geburtstag, Digga. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, schreibt was in die Kommentare, wünscht ihm alles Gute, ich glaube, der wird sich übelst darüber freuen. Und den Job, den er für den Glitch braucht, den hat auch der Fraps erstellt. Und auch der ist unten in der Videobeschreibung. Erstmal vielen Dank dafür, ne? Und dann kommen wir mal zum Video. Also wie ihr jetzt im Hintergrund seht, sind da überall so Kipplaster und Helikopter, die ihr verwenden könnt, und die ganzen Plattformen. Da müsst ihr einfach schauen, dass ihr irgendwie mit dem Kipplaster darauf kommt, also über den Kipplaster, oder das Ganze mit dem Helikopter macht. Ich zeige euch gerade mal, wie das mit dem Kipplaster am besten funktioniert. Und zwar, ihr müsst ganz nah, so nah wie es geht, an die Plattform hinfahren. Dann steigt ihr aus dem Kipplaster aus. Aber ihr müsst versuchen, die Plattform nie zu berühren, weil sonst, ja, backt sie sich weg, weil es sehr dynamisch alles ist. Auf jeden Fall stellt ihr euch unten an die Treppen hin, drückt Viereck, so oft, bis ihr dann oben in der Fahrerkabine seid. Dann nehmt ihr einfach eine Waffe und läuft ein bisschen nach hinten, dass ihr das schön gezielt machen könnt, und drückt dann wieder Viereck, sobald ein Bein so in der Luft ist. Und dann kommt ihr oben auf den Kipplaster drauf. Und dann könnt ihr auch auf die Plattform drauf springen. Und dann müsst ihr einfach selber mit der Leuchtpistole oder Minigun oder Panzerfaust oder euer Kumpel macht es dann für euch, auf die Plattform schießen, und dann katapultiert es euch, weiß ich wohin. Also manchmal fliegt ihr übertrieben weit, manchmal ist es nicht so spektakulär. Es kommt halt je nachdem drauf an. Müsst ihr ein paar Mal probieren. Je mehr ihr seid, natürlich, desto mehr Spaß macht's. Das funktioniert halt leider nicht im freien Modus, weil da die Plattformen nicht vorhanden sind. Aber deswegen auch der Job, der auch unten verlinkt ist, mit dem ihr es halt spielen müsst, ne? Und wenn ihr mit dem Helikopter unterwegs seid, dann müsst ihr einfach mit dem Helikopter über die Plattform fliegen und dann runterspringen und dann den Fallschirm rechtzeitig ziehen, und dann könnt ihr das gleiche auch machen. Ja, und es hat richtig übelst viel Spaß gemacht. Es ist halt mal was anderes, weil, ja, GTA so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen langweilig geworden, weil jetzt schon länger kein großes Update mehr kam. Die Kleinen, wo jetzt gekommen sind, die waren jetzt auch alle so, okay, alles klar. Ich würde mal sagen, ich lasse noch ein bisschen Gameplay laufen im Hintergrund, damit ihr seht, was alles möglich ist damit. Und dann verabschiede ich mich jetzt mal für dieses Video und wünsche euch viel Spaß damit, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, euer Zeddy.